Guten Morgen, Sportsfreund. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Matthias und heute geht es um die Beine und Schultern. Ja, wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir einen Daumen. Ansonsten für ein geileres Workout hinterlässt du mir einen Kommentar. Und wir arbeiten gemeinsam an ein geiles Workout zusammen. Okay, komm auf deine Matte. So. Wir werden jetzt uns auf die Schulter fokussieren. Wir kreisen jetzt die Schultern. Schwing die Arme nach oben, dynamisch. Gehst du in den Schwung mit rein, gehst ein bisschen in die Kniebeuge mit rein, dass du warm wirst. Ja, also wir beginnen dieses Workout mit einem Warm-up. Ne? All die Schultern werden heute beansprucht. Deswegen kreise die Schultern intensiv nach hinten und nach vorne. So. Sehr schön. So. Du bist natürlich schon hüftbreit aufgestellt. Jetzt werden ganz leichte Quads gemacht. So, jetzt gehen wir in den Squat. Ganz locker gehst du in den Squat. Nimm die Hände nach vorne für ein bisschen Stabilität. Sehr schön. So, noch 10, 8. So, 6, 4, 2 und 1. Sehr gut. Wir gehen jetzt in den Lunge. Du machst einen Schritt nach vorne, gehst in den Lunge, also mit rechten Bein gehst nach vorne, gehst in den Lunge und gleichzeitig gehst du mit dem rechten Bein nach hinten und gehst in den Lunge. Wie so ein Pendel gehst du mit dem Bein nach vorne und nach hinten. Ganz locker. Ganz locker. Du kannst natürlich auch so versuchen, das so schnell zu machen, wie es geht. Wir werden versuchen, uns zu steigern im Workout. Einfach pendeln. Nach hinten, nach vorne. Heute wird die Fettverbrennung angekurbelt. Durch die Beine. Okay. So viele Wiederholungen, wie du kannst. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Jetzt kommt das andere Bein dran. Das linke Bein geht nach vorne und gehst wieder zurück. Yes. Sehr gut. Jetzt als Stabilität kannst du die Arme noch mitnehmen. So. Sammel deine Wiederholungen. Ist ein bisschen wackelig. Ich merke das selber. Sehr schön. Nach 4, 3, 2. Oh yeah. Sehr gut. Jetzt gehen wir in die Kniebeugen wieder rein. Die Füße sind hüftbreit aufgestellt und wir gehen langsam wieder in den Squat. Wir gehen langsam runter und wieder runter. Die Füße sind so ein bisschen nach außen gerichtet und der Oberkörper wird durch die Arme aufgerichtet. Wenn du merkst, dass deine Knie,
deine Knie über die Zehen gehen. Versuch deine Hüfte noch weiter nach hinten zu ziehen. Noch 4, 3, 2. Die nächste Übung ist, dass wir unten bleiben und pulsieren. 3-mal und du kommst wieder hoch. So, wenn du keine Probleme hast mit deinen Knien, dann gehst du noch tiefer mit den Beinen, mit der Hüfte. 3-mal pulsieren und wieder hoch. Letzten 4. So, schieb die Knie nach außen und fühl die Beininnenseite. Nächste Übung. Wir kommen jetzt quasi in eine explosionsartige Übung. Du kannst in den Squat gehen und springst nach oben. Ja? Nimm deine Arme mit in den Squat. Du bist nicht gezwungen zu springen, ne? Dann mach die leichte Variante mit den Squats. Aber ein, zwei Hüpfer kriegst du schon hin. So, noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Atme durch. So, jetzt gehen wir weiter mit den Beinen. Wir gehen in die seitlichen Squats. Und gleichzeitig hebst du die Arme nach oben. Das trainiert die Schultern. Bring die Schultern zurück. Aber achte auf die Technik, dass du den Schritt so weit zur Seite machst, dass du die Beine trainierst und gleichzeitig die Schultern. Du kannst das gerne auch mit Hanteln machen und quasi das Warm-up verstärken. Aber die Side Squats, very best extensions, exercise. Merkt ihr das schon? Ja, es ist warm, ne? Es ist schwitzig, aber zieh es durch. Sehr schön. Jetzt gehen die Arme zur Seite. Versuch die Bewegung zu koordinieren, dass der Po nach hinten geht, wenn du in den Squat gehst, und dann gleichzeitig und die Arme kräftigen. Und atmen nicht vergessen, ihr hört es bei mir. So, jetzt gehen noch 4, 3, 2 und 1. Jetzt gehen die Arme nach oben. Yes. Schön lang machen. Du merkst, wie es knackt. Wenn du in den Squat gehst, schieb die Knie nach außen. Aktiviere die Muskelgruppen Innenseite. Letzten 4, 3, 2 und 1. Oh yeah. Locker alles aus. Schüttel dich frei. Jetzt machen wir wieder die Lunges. Also der linke Fuß geht nach hinten. Der rechte Fuß geht nach vorne. Und langsam gehen wir in den Lunge.
Ganz langsam und kontrolliert. Wenn dir das Workout zu leicht ist, nimmst du deine Hanteln dazu. Ne, Schultern zurück, Bauch ist angespannt und gleichzeitig darauf achten, dass du nicht mit Schwung hochkommst, sondern nur aus der Beinkraft arbeitest. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr schön. Wir wechseln das Bein. Linkes Bein geht nach vorne. Rechtes Bein bleibt nach hinten. Schön, dass du die Parallele hältst mit den Füßen. Ja, das hintere Knie muss führen. Schön durchziehen. Geh so tief, wie es geht. So, noch 4, 3, 2 und 1. So, schüttel deine Beine aus. Gerade war das rechte Bein hinten. Jetzt geht das rechte Bein wieder nach vorne. Jetzt machen wir Skip Lunges. Du gehst runter und gleichzeitig drückst du dich hoch mit dem Bein. Du kannst in die dynamische Bewegung reingehen mit den Armen. Eieiei. Ist das gut. Nimm die Arme mit. Arbeite wie ein Athlet an dir. Du merkst, dass auf einmal die ganze Kraft nur aus einem Bein kommt. Ne? Noch 4, 3, 2 und 1. So, jetzt geht das linke Bein nach hinten. Das rechte Bein geht nach hinten. Und jetzt. Das ist wirklich intensiv. Und jetzt geht das Kippen. Und Exi wird dich ganz nach oben. Immer im Wechsel. Arme und gleichzeitig die Beine senken. Die Hüfte senken. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Locker dich aus. Wir sind noch nicht am Ende, atme aber ein bisschen durch. Kurzer Break. So, jetzt gehen wir wieder in die Squats, in die Side Squats. Und denk daran, dass du die Schultern wieder mitnimmst, wenn du mit in den Squat gehst. Geh ganz locker in diese Übung rein. Wer mehr will, geh tiefer und mach die Übung schneller. So tief kann ich bestimmt noch nicht, aber wir kräftigen heute die Schultern und die Arme. Noch 4, 3, 2 und 1. Jetzt geht's weiter in den Squat und du hebst diese Arme wieder zur Seite hoch. Willst du schöne, definierte Schultern haben, dann bleibst du dran. Training muss intensiv sein. Sehr schön. Achso, ich mach's falsch. Wenn ich runtergehe, gehen die Arme nach oben.
Oh, ich komme schon ganz durcheinander. So, jetzt gehen die Arme nach oben. Ganz nach oben. Wie gesagt, das kannst du auch alles mit einer Hantel machen. Aber es geht heute wirklich nur ums eigene Körpergewicht. So, noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Komm runter. Schulter dich ein bisschen aus. Schüttel dich ein bisschen aus. Atmen. So. Jetzt gehst du langsam, gehst du ein bisschen in die Kniebeuge rein. Machst den Bauch gerade. Schultern nach hinten gerichtet, aber der Körper geht nach vorne. Und du ziehst jetzt die Schultern ins Workout rein. Also du hebst die Arme an. Geh weiter nach vorne, desto intensiver es du haben willst. Willst du mehr, nimmst du Hanteln dazu. Ja, Mann, wird es dir auffallen, dass es zu leicht wird. Und dann nimmst du einfach Gewichte. Kein Problem. Halt die Brust gerade, Bauch ist fest. Yes. Hier kannst du auch den Butterfly machen. Benutzt den ganzen Bewegungsradius von dieser Übung, dass hinten die Schulterblätter sich bewegen, sich berühren. So, noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Schulter nach hinten rollen. So, wir gehen wieder in die leichte Kniebeuge. Arme nach oben, ja, und strecken, strecken. Ellbogen bleibt auf der Höhe der Schulter. So, jetzt werden jetzt richtig die kleinen Muskeln in den Schulterbereich trainiert. Zieh die Arme runter, versuch so weit die Spannung zu halten im Bauch, dass du nicht einsackst im Kreuz. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr schön. Sehr gut. Schüttel dich aus. Ja, du hast eine gute Arbeit gemacht. Gib dir ein High Five. Ich bin stolz auf dich. Kannst stolz auf dich sein. So, jetzt streckst du deinen rechten Arm nach außen aus und du greifst mit der linken Hand. Deinen rechten Ellbogen. Entspanne dich. Das Schwerste hast du überstanden. Ich hoffe, du bist auch in einer glänzenden Zeit gerade. Bist genauso am Schwitzen wie ich. Sehr schön. Kommst auf die andere Seite. Linker Arm wird gestreckt. Greifst mit dem rechten Hand den linken Ellbogen und zieh die Schulter lang. Sehr schön. Meine Pumpe ist am Rennen, ist richtig am Arbeiten. Sehr schön. Jeden Tag immer ein bisschen mehr. So, jetzt geht die rechte Hand zum Rücken bzw. zu den Schulterblättern und du ziehst jetzt mit der linken Hand den rechten Ellbogen nach hinten, um den Trizeps zu dehnen. Ist mir warm. Eigentlich ist Winter und irgendwie ist es kalt gewesen in der Wohnung. Jetzt ist mir warm. Jetzt nehmen wir die linke Hand, geht zu den Schulterblättern und du greifst mit der rechten Hand den linken Ellbogen und ziehst nach hinten. Sehr schön. Sehr gut. Jetzt greifst du deinen rechtes Bein mit der rechten Hand, drückst die Hüfte durch, spürst eine Dehnung im Oberschenkel. So,
Sehr schön. Schulterblätter gehen auch ein bisschen nach hinten. Drück die Hüfte noch weiter nach vorne. Da wird die Dehnung verstärkt. Puh. Yes. Yes. Jetzt greifst du dir das linke, den linken Fuß, schiebst auch die Hüfte nach vorne, versuchst die Knie parallel zu halten, ne, dass sie eine Linie bilden, wie von der Vorderansicht als von der Seitenansicht. Sehr gut. Puh. Sehr gut. Schüttel deine Beine aus, lass das Bein fallen, lass die Beine schütteln. Jetzt dehnst du noch ein bisschen den Fuß, der linke Fuß ist geflext. Du gehst jetzt nochmal runter zum Fuß mit den Händen. Mit den Händen gehst du runter zum Fuß. Versuchst deinen Fuß zu berühren. Dehnst nochmal die ganze linke Seite, quasi den Rücken noch dazu. Machst dich richtig lang. Yeah, sehr schön. Rechte Seite geht nach vorne, Fuß ist geflext und du versuchst mit den Händen den Fuß zu greifen. Yes. Wie gesagt, du kannst stolz auf dich sein. Ich hoffe, es hat dir soweit Spaß gemacht. Ja, Riesenapplaus für dich. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und jeden Tag wird es immer besser, besser und besser. Das ist ein Versprechen, das halte ich. Wir werden jeden Tag zusammen trainieren, an unsere Grenzen kommen. Das mit dem eigenen Körpergewicht. Ich bedanke mich. Euer Matthias, 24/7. Küsse gehen raus. Ciao.